Küche habe, dann ist es für mich selbsterklärend, dass den jemand zusammengebaut haben muss. Ich kann nicht diese Hölzer oder woraus das halt eben ist, Metall, Nadel und so weiter, Schrauben, kann ich nicht hier liegen lassen, 9 Millionen Jahre, wenn ich die liegen lassen hier, 100 Milliarden Jahre, wird das niemals zu einem Tisch werden. Da könnte ich noch so viel Zeit geben, weil wenn man mit Darwinisten immer diskutiert, dann sagen sie, ja, man muss immer genug Zeit geben. Ich glaube, wenn wir Trillionen Jahre warten würden, würde niemals aus einem Holz, das hier einfach rumliegt, paar Hammer, paar Schrauben, ein Tisch werden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Eine einzige Möglichkeit, wie dieser Raum, wie diese Universität, wie dieser Tisch entstehen kann. Und das ist nämlich, jemand, der Verstand hat, kommt hier in den Raum, also Intelligenz, Verstand, und baut es zusammen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deshalb wird die Zufallstheorie völlig verworfen, dass es unmöglich ist, wie sich Wesen